Na gut, haben wir uns halt was gebrochen, was soll's. Ich brauche eine Kiste. Gib mal eine Kiste, du brauchst nicht drei. Eine! Ach, was soll's. Ist ja gleich wieder gierig hier, Gordon. So, halt. Wir haben nämlich das Problem, dass hier der Strom jetzt läuft. Und das muss ja nicht sein, dass wir da reinlaufen. Deswegen, zack, gehen wir einfach mal drum rum. Und jetzt müssen wir es nur noch wieder lebendig nach oben schaffen, zur Zündvorrichtung. So. Das wäre soweit erledigt. Speichern und hüpfen. Gut. Und hüpfen. Fast daneben gegangen. Okay. Wir müssen mal schauen, wo ist die Leiter? Da drüben ist die Leiter. Dann gehen wir dahin. So, weg mit euch. Schnell zur Tür. Wunderbar. Wieder speichern. Die nächste Leiter ist da, nach da. Okay, das geht. Dann gehen wir hier drüben hin. Lauf um dein Leben, Gordon. Lauf. Na, hängst du dich wohl nicht fest? Was? Was war das denn? Vielleicht hätte ich noch eine zweite werfen sollen. Das hätte vielleicht einen positiven Effekt gehabt. Ah, nicht gerade dahin, wo ich bin. Ja, ja, kritische Lebenszeichen. Kannst du mich mal. Wir leben noch, das ist das Wichtigste. Ja? Alles klar. Los. Du kannst okay, ruhig... ich warte hier und helfe, wenn noch jemand vorbeikommt. Kannst ruhig hier bleiben, ich brauch dich nicht. So, ein bisschen mehr Leben wäre natürlich. Oh, Handgranate ist vielleicht nicht so gut. Was habt ihr denn getan? Verdammt! Oh, hätte klappen können. Okay. Da hab ich gerade gar nicht drauf geachtet. Das hab ich komplett vergessen, dass da dieses Vieh hängt. Komm ich denn hier eigentlich auch runter? Ah, sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Dieses Leiternsteigen ist auch schrecklich in dem Spiel. So, mein Freund. Jetzt geht's ja an den Kragen. Burn in hell, Motherfucker. Zugegebenermaßen, ich möchte auch nicht hier vorne stehen, wenn dort ein Triebwerk gestartet wird, ein Raketentriebwerk. Aber gut, damit sind dann auch Strom und Treibstoff aufgebraucht. Wir sind so gut wie tot, aber was soll's? Und ich wäre wieder fast da reingerannt. Ich muss an der anderen Seite ran, glaube ich. So, hoch. Wo ist denn der Typ hin? Oh, den hat's umgebracht. Na, so ein Ärger. Den hat's zerkeulert, den Kleinen. Ja, und da unten ist jetzt sauberst aufgeräumt. Da können wir jetzt ohne Probleme hin und den weiteren Weg beschreiten durch das Loch, das dieses Biest uns hinterlassen hat. Ab nach unten. Okay, durch diese Tür sind wir ja zu der, ja genau, zu der Treibstoffkammer. Okay, dann müssen wir hier lang und ich speichere mal wieder, weil Fallschaden und so. Gut, das funktioniert. Wow. Wow. Es geht tief nach unten. Ui. Oh oh. Ich glaube, das schaffe auch bloß ich, oder? Genau auf dieser Kante zu landen? Großartig. Nicht auf die Kante. Willst du mich verarschen? Du wirst es doch wohl schaffen, in das Wasser zu fallen. Da unten ist so viel Wasser. Da geht's auch. Mann, 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 Mann. Unglaublich. So, ich glaube, wir haben gerade eine neue Waffe aufgesammelt. Oder? Nee, doch nicht. Ach, hier unten. Hier. Liegt direkt vor meiner Nase. Genau, der Colt. Den kriegen wir hier an der Stelle. Und ich glaube, es ist nicht so gesund, hier zu sein. Den Colt, ja, den mag ich nicht so sehr, muss ich sagen. Weil der, wir können ja mal kurz schauen. In der Pistole... Also, Quatsch, Pistole.
Hier, Colt. Wir haben halt ein wahnsinnig kleines Fadenkreuz und du hast nur 6 Schuss und die sind sehr langsam. Ich meine, gut, die hauen dafür ziemlich rein, aber trotzdem ist nicht unbedingt so jetzt meine Waffe der Wahl. Speichern. Man kann nicht oft genug speichern und wir gluckern uns mal hier durch. Achso, von da sind wir gekommen. Und schauen mal, wo wir rauskommen. Wieder in einer Ecke, die so aussieht wie jeder andere in diesem Spiel. Gut. Also je nachdem, wie man sieht, gut. Oder auch nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir vielleicht auf den Rohren lang sollen oder ob wir erstmal die Treppe runtergehen. Wir gehen erstmal die Leiter. Wir gehen erstmal die Leiter runter. Sehr schön, genau. Den hier unten gibt's Heilung. Immerhin ein bisschen wieder, da sehen wir nicht mehr ganz so übel aus. Uns ging es ja jetzt doch schon ein bisschen dreckig, würde ich sagen, ne? Also was heißt uns, mir? Beziehungsweise Gordon trifft es vielleicht noch besser. Ja, Gordon und mir ging es dreckig. Also uns. War also doch alles richtig. So, wir gehen hier drüben drauf. Hier lang. Halt, müssen wir da hoch? Nee, müssen wir irgendwie runter, ne? Ja, genau. Ah! Nicht abstürzen. So, wir gehen mal hier so, okay. Zwischendurch wieder speichern. Und kannst du irgendwie hüpfen? Hallo? Kommst du hier hoch? Ah, geht doch. Jetzt kann ich sie nur drehen. Ach, wir können. Ah. Nee, das lassen wir natürlich offen. Wir wollen ja noch da reinkommen. Oder? Das ist irgendwie ein anderer. Ah! Kleiner Bruch. Diagnostiziert. Hey, cool. Habe ich gut gemacht. Gut gerettet, auch wenn ich mich dabei hier, auch wenn ich mir dabei was gebrochen habe. Ich dachte, das wäre bloß eine Klappe. Ich habe auch gar nicht weiter geguckt. Ich dachte, das wäre bloß eine Klappe, durch die wir reinhüpfen können. Na gut, was soll's. Jetzt ist er also zu. Halbwegs zumindest. So. Und weiter geht's. Der macht einen Krach hier, das geht überhaupt nicht. Wow! Danke, liebes Spiel, das war äußerst freundlich. Machen wir das doch so. Ah! Ich komme da nicht runter, ohne zu sterben! Scheiße! Was soll ich denn machen? Kommt man hier irgendwie. Großer Bruch diagnostiziert. Bringt mir das was, wenn ich hier bin? Auf der Zwischenebene? Nicht so, ne? Nee. Das ist ja schön, wenn man hier landet, ist man quasi gefickt, weil man kommt nicht mehr raus. Lass mich raus! Scheiße. Was ist denn, ich weiß gar nicht, was schnell laden ist. Wir machen einfach so Spiel laden. So. Das ist echt blöd gerade. Mit dem bisschen Leben. Was? Was war denn das? Ja, komm, wir gehen einfach mal vor und sterben. Vielleicht muss ich auf den Tisch kommen. Nee. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ganz ehrlich. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Stirb. Nimm mal mit dir. Oh Gott. Meine Güte, ich glaube, damals, als ich das hier gespielt habe, alles war das nicht so katastrophal. Hey, 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 wo haben wir denn hier? Okay. Alt ist das. Nee, es ist bloß vergeben. Ich dachte gerade, da stand Stände explosiv drauf, aber war dann zum Glück doch nicht so. Haben wir denn noch ein bisschen mehr Heilzeugs hier? Ja, danke schön. Oh. Da sieht es doch schon ein ganzes Stück besser um uns aus. So, okay. Der Tisch sieht auch schön aus. Blödes Rohr. Okay. Gehen wir weiter. Speichern. Dass es gerade mal wieder gut geht, lieber mal speichern.
Und jetzt kommen wir an diesen Punkt. Ich will nicht. Und ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ich glaube, wir müssen da drüben rein. Wir müssen, glaube ich, den Zeitpunkt nutzen, solange er gegen die Viecher kämpft, und erstmal hier drüben rein. Denn den Klops können wir so nicht besiegen. Und wir kommen auch nicht weiter, blöderweise. Deswegen. Kannst du ja mal probieren. Oh! So, können wir mal die Waffe ausprobieren. Der hat sich gleich selbst erlegt. Sehr gut. Okay, speichern wir hier mal. Da sollten wir nicht reinlaufen. Lass uns erstmal schießen. Wunderbar. What? What? Was ist denn hier los? Ich glaube, ich lade nochmal. Das war gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, bei mir war gerade im Kopf eine Blockade. So. Nochmal speichern. Diesmal wechsle ich gleich auf die Klova. Was auch immer hier passiert, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache mir auch von hier oben Platz. So. Kommen wir auch runter, ohne was an Leben zu verlieren? Ja, sehr gut. Irgendwas, was wir mitnehmen können? Ja, ein bisschen Muni. Okay, war oben noch was? Oh ja. Eine Tür. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob die uns was bringt. Können wir jetzt mal hier ein bisschen an Energie auftanken. So, hat genau gepasst. Du lebst ja noch. Also, wenn du für Energie sorgst, dann bringt uns der Zug direkt bis zur Oberfläche. Ich würde es ja selbst versuchen, aber es ist verdammt weit bis runter zum Generatorraum. Und da sind, Dinger sind da unten. Also ich dachte erst, er wäre verletzt, aber ich glaube, er ist einfach nur ein fauler Drecksack, der sich ein bisschen auf den Boden gelegt hat, weil er gerade, ja, weil er gerade seine Eier schaukeln lassen möchte. Keine Ahnung. Äußerst seltsam. So, wir können hier umstellen, weil wir hier unten, weil wir hier unten dieses Wägelchen haben. Aber wir stellen das mal wieder zurück. Denn wir haben ja noch unser ganz spezielles Problem da drüben. Um das wir uns noch kümmern müssen. Haben wir gerade 50 Schuss dafür aufgesammelt? Moment. Ich glaube, ich sollte öfter mit der Pumpgun durch die Gegend laufen. Gut, speichern wir und dann ab nach unten. Na, gehst du mal? Gehst du mal? Ich hasse die Steuerung. Ganz ehrlich, die ist schrecklich. Okay, gegen die ist es vielleicht etwas overpowered. Ich weiß, ich könnte es auch mit der Crowbar versuchen, aber ihr habt ja gesehen, wie gut ich heute bin. Mir gefällt es nicht, dass hier überall was zusammenbricht. Also ganz davon abgesehen, dass es mir auch nicht gefällt, dass draußen dieses Vieh rumspringt. Was ist das? Du kleine Drecksau! Sag mal! Da hatte ich mich gerade drüber gefreut, dass ich gleich volles Leben habe und dann springt mir dieses Drecksvieh ins Gesicht und zieht mir wieder was von meiner Energie ab. Okay. Wow! Ist eine super Idee, Leute. Ist eine total großartige Idee, direkt neben den Fässern damit zu agieren. Gut, Tür auf. Speichern. Was können wir hier mit? Ach, bloß die Tür. Okay. Dann wieder auf. Da unten gibt's nichts. Ich glaube, das ist bloß, wenn man reinfällt, dass man noch eine Chance hat, wieder rauszukommen. Warum auch immer in einer wissenschaftlichen Einrichtung. Ach du Scheiße. Warum auch immer in einer wissenschaftlichen Einrichtung ein offenes Becken mit atomar verseuchter Flüssigkeit existieren sollte. Bleib doch da, mein Freund. Lass uns spielen. Okay, ich wechsle dann mal auf die Pumpgun, speichere
Okay, wenn er immer mal vorbeischaut, dann... Dann ich auch mal einfach... Dann machen wir es doch so, ne? Aber ich glaube, wo einer von denen ist, ist der nächste nicht weit. Wir gehen kurz mal hier drüben schauen. Oh, putzig. Lass es dir schmecken, mein Freund. Hier können wir nichts machen. Okay. Hallo? Ich hatte gerade Angst, dass er mich auch noch packt. Okay.